Die extra für den Löwe-Deal gegründete Pantera GmbH ist Anfang der Woche überraschend vom Kauf zurückgetreten. Vertraglich vereinbarte Vollzugsbedingungen, insbesondere die Freigabe der Sicherheiten an den verkauften Vermögensgegenständen durch die Banken, seien nicht erfüllt worden, heißt es von deren Seite. Dies führte dazu, dass die New Löwe GmbH das operative Geschäft bis zuletzt nicht aufnehmen konnte. Löwe seinerseits will den Rückzieher juristisch eingehend prüfen lassen und eventuell gerichtlich dagegen vorgehen. Die Nachricht sorgte in Kronach in dieser Woche für bedrückte Stimmung. Ja, wir sind alle nur entsetzt über diese ganze Entwicklung in Kronach und unwahrscheinlichen Schaden für die ganze Allgemeinheit. Schlecht für Kronach und schlecht für diejenigen, die verhandelt haben. Sauerei. Das ist alles. Das ist schon ein Problem für die Region hier. Es ist trotzdem mittlerweile auch die Arbeitsplätze doch deutlich reduziert. Und wenn das ganz wegfällt, das wäre für Kronach schon ein schwerer Schlag. Indes nahm Löwe die Verhandlungen mit einem zweiten Investor auf, der in der ersten Investorenrunde nicht zum Zuge kam. Laut Informationen von Jürgen Apfel von der IG Metall Coburg ist so die Münchner Stargate Capital GmbH wieder im Spiel. Laut Apfel wird sich Löwe auf jeden Fall mit dem neuen Investor einigen. Stargate Capital sei der einzige Verbliebene. Das Unternehmen ist auf Investitionen in mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum spezialisiert. Inwiefern sich die Einigung mit dem neuen Investor auf den Produktionsstandort Kronach auswirkt, bleibt abzuwarten. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.